Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zum Einschlafen-Podcast Episode 540. Ich bin Tobi, ich lese euch heute Immanuel Kant vor aus der Kritik der reinen Vernunft. Davor gibt es ein bisschen Rainer Maria Rilke. Und davor erzähle ich euch was, damit ihr besser einschlafen könnt. Und andersrum, damit ihr besser, damit ihr abgelenkt seid von euren eigenen Gedanken und besser einschlafen könnt. So. Meine Güte, wie lange sage ich das jetzt schon? 13 Jahre sind voll. Ich glaube, ich habe es noch nicht von Anfang an genauso formuliert. Sei es drum. Genau, heute gibt es Kant. Und vorher gibt es ein bisschen Reisebericht. Also normalerweise passen Reiseberichte ja immer besser zu Goethe, zur italienischen Reise. Aber heute ist Kant dran. Und die Reise war auch nicht wirklich geplant. Und zwar rief vor 2 Wochen den Dienstag, also vor 1,5 Wochen, rief meine Tochter mich an, Mareile. Die ist ja nach Koblenz gezogen, um dort eine Ausbildung zu machen als Veranstaltungstechnikerin. Und ja, der Job ist äußerst anspruchsvoll. Aber zu der hohen Arbeitsbelastung kamen noch ein paar andere betriebsinterne Probleme dazu, so dass sie sich da nicht so wirklich wohlgefühlt hatten. Näherte sich das Ende ihrer Probezeit und sie hatte sich entschieden, dann doch nochmal die Firma zu verlassen. Und es ging ihr nicht gut. Also es war durchaus eine Situation, wo ich gemerkt habe, das geht jetzt an Mareiles Grenzen und ich merkte das schon und am Mittags schrieb sie mich dann auch an und fragte, Papa, kannst du kommen? Das ist jetzt nicht gerade um die Ecke, ne? Also das sind schon irgendwie 5,5 Stunden mit dem Auto plus Ladepause. Da kann ich da nicht mal eben hinflitzen und ihr irgendwie helfen, sondern das ist durchaus eine Reise. Aber wenn das Kind sagt, ich brauche dich, dann fährt man halt, auch wenn das Kind schon 20 ist. Also ist ja kein Kind mehr, sie ist ja erwachsen. Aber in einer so belastenden Situation komplett auf sich allein gestellt. Sie hat dort in Koblenz keine Familie, keine Bezugspunkte und durch die hohe Arbeitsbelastung auch außerhalb der Firma kaum persönliche Kontakte. Deswegen brauchte sie mich und ich bin dann am Mittwoch, also tags drauf, frühmorgens ins Auto gestiegen und runtergefahren. Genau, aus dem Auto raus habe ich ihr dann noch geholfen, die Kündigung zu formulieren, damit das auch alles seine Richtigkeit hat. Die hat sie dann auch gleich vorbeigebracht und das war alles insgesamt kein besonders schönes Erlebnis. Und deswegen war ich dann froh, dass ich dann unterwegs war. Und zum Glück hat Mareile auch schon am Dienstagnachmittag mit der Konkurrenzfirma gesprochen, ihr die Lage erklärt und sich dort halt beworben auf einen Ausbildungsplatz, um die Ausbildung fortzuführen. Und das scheint jetzt auch so zu klappen, dass sie die Ausbildung dort einfach fortführen kann. Also nicht jetzt irgendwie von vorne anfangen muss. Zumal sie ja schon im 2. Schulblock ist und schon die ersten Klausuren jetzt geschrieben hat. Oder die erste Klausur, Singular, glaube ich. Und das wäre ja blöd, wenn sie das dann irgendwie neu anfangen müsste. Und das scheint aber alles hinzuhauen. Und genau. Da kam ich dann am Mittwochnachmittag an. Da war das dann quasi auch schon eingetütet, aber es ging ihr sichtlich schlecht und war alles nicht so schön. Mittwochnachmittag musste ich dann natürlich noch arbeiten. Ich habe jetzt keinen Urlaub genommen, sondern meine Meetings sind ja eher am Nachmittag. Also meine Kernmeetingzeit fängt 16 Uhr an und geht dann bis Mittwochs tatsächlich bis 21 Uhr. Ist jetzt nicht jeden Tag so lang, aber es ist halt eher die Abende. Und deswegen die Vormittage, da habe ich dann Meetings hier mit meinen Kollegen in Deutschland und die kann ich meistens relativ flexibel verschieben oder eben auch aus dem Auto raus machen. Habe ich auch gemacht auf dem Weg nach Koblenz, ein paar Mal telefoniert. Mittwochabend Meetings noch gemacht, ein bisschen was gegessen. Wir haben uns was zu essen bestellt, glaube ich. Genau, da hatten wir uns Sushi bestellt. Es gibt einen sehr schönen veganes Restaurant in Koblenz. Und zwar heißt das, ich muss mal eben nachgucken, das heißt
Es ist da, glaube ich, direkt am Peter-Altmaier-Ufer. Wegen. Jetzt zoomt da raus. Project Vegan heißt es, nicht Go Vegan. Es ist auch nicht direkt am Peter-Altmaier-Ufer, sondern doch, das ist direkt vom Peter-Altmaier-Ufer. So heißt die Straße da an der Südseite der Mosel bis zum Kaiser Wilhelm oder wer da auch immer rumsteht. Kaiser Wilhelm der Erste, genau. Am deutschen Eck, genau. Da kommt man daran, an das Project Vegan. So, und die haben im Wesentlichen tatsächlich Sushi. Haben auch ein paar, also eher so asiatische Sachen. Tapas und Sushi steht da, Soul Food. Genau, und die liefern eben auch. Und die liefern ein sehr, sehr ordentliches Sushi. Auch mit so veganen Shrimps hatten wir da noch und veganer Lachs oder veganer Thunfisch, ich weiß gar nicht mehr. Und das schmeckte alles sehr, sehr lecker. Also, das hat sich schon mal gelohnt, da zu bestellen. Und ich dachte, es geht mal leider nicht so gut. Wir beide mögen Sushi sehr gerne, können wir uns was. Ist nicht, natürlich nicht ganz günstig, aber das geht dann ja mal. Genau, am Donnerstag ist Mareile dann wieder zur Schule gefahren. Hat dann auch ganz glücklich mein Auto genutzt, um nach Mainz zu fahren. Da muss sie ein bisschen, kann sie ein bisschen länger schlafen, muss sie nicht ganz so früh raus. Die Berufsschule ist halt nicht in Koblenz, sondern in Mainz und das ist mit der Bahn ein ganz schöner Ritt. Da muss man sehr, sehr früh aufstehen. 4:30, 5 steht sie dann immer auf, damit sie rechtzeitig in der Schule ist. Ja. Und ich habe von ihrer Wohnung aus gearbeitet. Das geht eigentlich ganz gut. Also da habe ich noch weniger Ablenkung als hier zu Hause. So zum fokussiert arbeiten. Es ist in Koblenz für mich tatsächlich besser als hier zu Hause, weil hier ist ja doch dann immer, weiß nicht, die Katze oder ein Kind oder Mittagessen machen oder also es fällt halt so ein bisschen was an, wenn man zu Hause Homeoffice macht. Aber wenn man nicht zu Hause Homeoffice macht, sondern woanders, out of Homeoffice sozusagen, aber eben auch nicht im Büro ist, dann hat man halt weder die ganzen Einflüsse aus dem Büro, dass halt Kollegen vorbeikommen und irgendwie klönen oder irgendwas wollen oder so, noch das von zu Hause. Das ist eigentlich ziemlich gut, habe ich dann gemerkt. Ja, leider besitzt meine Tochter keinen Stuhl. Sie hat einen höhenverstellbaren Schreibtisch, den von IKEA zum Hoch- und Runterkurbeln. Ist übrigens ziemlich gut. Die meisten höhenverstellbaren Schreibtische sind ja elektrisch verstellbar. Und ich habe bei Mareile gemerkt, dass es gar nicht notwendig ist. Also ich brauche den ein bisschen höher und dann kurbelt die mir hoch. Und wenn man dann sich wieder hinsetzen will, fährt man wieder runter. Ja, Mareile hat so einen Stehsitzhocker, also einen Hocker, den man relativ hoch einstellen kann. Also höhenverstellbaren Hocker. Und das war auf Dauer ganz schön anstrengend, an dem Hocker zu sitzen und zu arbeiten. Ich glaube, im Wesentlichen das Unergonomischste war, dass ich keine Tastatur und keine Maus mit hatte und der Rechner dann eben auch immer auf Schreibtischplattenhöhe war. Das heißt, ich finde es, also ergonomisch ist es halt sinnvoll, den Arbeitsplatz so zu gestalten, dass man die Armposition entspannt hat. Also im Stehen ist das ja so, dass die Oberkante der Tischplatte an den angewinkelten Ellenbogen, also wenn man sich entspannt hinstellt, Schultern fallen lässt und dann den Arm anwinkelt, dann soll man mit dem Ellbogen gerade so eben die Tischplatte berühren. Dann ist die Höhe der Tischplatte gut eingestellt. Wenn ich dann da aber meinen 13 Zoll Rechner unten hinstelle und da arbeite, dann ist der Kopf halt stark nach unten geneigt. Und das soll er ja nicht, sondern die Oberkante vom Display soll ja auf Augenhöhe sein. Also man soll jetzt auch nicht unbedingt hochgucken müssen. Aber damit die Oberkante vom Display auf Augenhöhe ist, hätte ich also eine Rechnererhöhung gebraucht. Hätte ich mir ja bauen können, ein paar Bücher hinlegen oder K-Pop-Alben oder was auch immer. Und dann ist der Rechner auf der richtigen Höhe. Habe ich aber nicht gemacht, weil ich eben keine externe Tastatur und Maus dabei hatte. Naja. Insofern habe ich so eine Mischarbeitshaltung aus, ich setze mich auf den Stehhocker und arbeite am
am Rechner. Die Meetings habe ich meistens ganz im Stehen gemacht. Da konnte ich die Platte ein bisschen höher noch schrauben als zum Tippen eigentlich gut, aber in Meetings tippe ich dann meistens gar nicht so viel. Und ja, manchmal habe ich mich dann auch aufs Sofa gefläzt. Rainer hat da so ein Schlafsofa stehen und dann so im Halbliegen gearbeitet. Das geht dann ja auch. Ja. Aber also, was so die Ablenkung angeht, war das halt ziemlich gut. Da hatte ich halt sehr wenig Ablenkung. Genau. Donnerstag haben wir gar nichts großartig weiter unternommen. Glaube ich. Nee. Doch, wir sind am Donnerstag, als Mareile dann zurück war, noch ganz kurz zum Autohändler gefahren. Vor der Arbeit. Also bevor die Meetings dann wieder losgehen. Weil Mareile jetzt auch ein Auto braucht. Also der alte Arbeitsplatz war in zu Fuß Entfernung von der Wohnung. Also wir haben die Wohnung auch so gesucht, dass sie zu Fuß zur Arbeit gehen kann, damit sie eben nicht unbedingt ein Auto braucht. Und das funktionierte aber jetzt nicht mehr mit dem neuen Job. Der neue Job ist in einem anderen Stadtteil, der heißt Urmitz, Mülheim-Urmitz. Vielleicht ist es auch gar kein Stadtteil. Ich glaube, das ist außerhalb von Koblenz. Aber also, wenn man die B9 entlang fährt, dann ist halt dauerhaft Bebauung Richtung Nordwesten raus, sind da halt dann auch IKEA und Industriegewerbegebiete und sowas. Und dann ist man schon in Urmitz sozusagen, ohne dass man Koblenz wirklich verlassen hat. Direkt hinter dem Autobahnkreuz sozusagen. Und da ist halt der neue Job. Und da kommt man mit öffentlichen Verkehrsmitteln von ihrer Wohnung ganz schlecht hin. Da ist man so, ja, weiß nicht, 30, 40, vielleicht doch 50 Minuten unterwegs, je nachdem. Man muss relativ weit noch zu Fuß gehen. Es gibt in Urmitz natürlich einen Bahnhof, aber der ist dann wieder ziemlich weit von dem Büro und dem Lager der neuen Firma entfernt. Tja, haben wir also nach dem Auto geguckt, sollte günstig sein. Ist ja jetzt auch keine Großverdienerin. Aber natürlich auch ordentlich. Und ich hatte halt so ein bisschen geguckt, was gibt es denn an Elektroautos, was man da irgendwie machen kann. Und dann sind wir zu einem Händler gefahren in Andernach und der hatte sowohl einen Dacia Sandero da stehen, als auch einen gebrauchten Renault Zoe oder eine gebrauchte Renault Zoe. Und der Dacia hat uns schon ziemlich gut gefallen, kostete aber nur wenig weniger als die gebrauchte Zoe. Und die gebrauchte Zoe ist halt quasi die große Vollausstattung einer Zoe. 135R heißt das Modell, glaube ich. Also mit großem Akku oder großem Motor. Ich glaube, der Akku ist immer gleich groß. Und Fünftürer natürlich und dann aber auch mit schicken Lederlenkrad und mit Bose Soundanlage und also irgendwie einmal alles in Schwarz. Und das hat ihr dann auch ganz gut gefallen und mir hat es halt ganz gut gefallen, dass meine Tochter auch elektrisch unterwegs ist. Und sie braucht es ja im Wesentlichen, um zur Firma zurückzufahren und dann ab und zu mal zur Schule nach Mainz und zurück. Und das sollte eigentlich klappen, mit einer Ladung hin und zurück zu kommen. Eventuell muss sie an der Schule mal gucken, ob sie da nicht irgendwo eine 11 kW-Ladesäule findet, wo sie dann während der Schulzeit laden kann. Ja, genau. Also hatten wir uns schon fast für die Zoe entschieden. Wir sind dann am Freitag nochmal ganz kurz hin, um die Zoe-Probe zu fahren und haben dann auch am Freitag gleich quasi den Kaufvertrag unterschrieben. Da war meine Tochter natürlich glücklich und insgesamt ging es ihr dann natürlich auch schon deutlich besser, weil erstens war sie aus diesem etwas sehr anstrengenden Job weg. Also nicht nur körperlich anstrengend. Und zweitens, also jetzt ein Auto und ist deutlich flexibler, auch was Einkaufen und so angeht. Ja, zurück. Achso, eine Sache wollte ich noch erzählen zu Donnerstag. Denn meine Tochter hat leider keine Kaffeemaschine. Meine Tochter trinkt halt keinen Kaffee. Trinkt halt Tee. Und ja, Tee ist auch okay, aber ich brauche morgens irgendwie meinen Kaffee. Und am Donnerstag habe ich mir gedacht, na gut,
dann gehe ich halt irgendwo ins Café und arbeite dort. Und bin dann einmal über die Balwin-Brücke in die Innenstadt gelatscht und dann direkt, also ich habe einfach mal geguckt, wo ist hier das nächste Café, wo es irgendwie ein bisschen Frühstück gibt. Und einmal über den Münzplatz rüber, wo schon der Weihnachtsmarkt aufgebaut worden ist, war dann das Café Wehrmann, direkt dahinter in der Marktstraße. Und ja, da bin ich rein. Mein erster Eindruck war, huch, vielleicht bin ich ja doch falsch, sehr konservativ, sehr bieder. Man kommt rein und läuft erstmal gegen so einen großen Tresen mit Torten. Also alles so ein bisschen 80er-Jahre-Style. Und naja, war nicht so viel los, relativ viele Sitzplätze, also ganz schön großes Café. Und dann habe ich da halt mal geguckt, so wurde sehr nett empfangen und habe nur gefragt, so, ich würde gerne einen Kaffee trinken, ja, setzen Sie sich ruhig irgendwo hin, ist ja alles frei. Und fragte schon gleich, was für ein Kaffee, und sagte ich, gibt es denn auch ein Frühstück? Ja, dann schauen Sie mal in die Karte, da ist ja teilweise Kaffee dabei. Und ich habe mich dann in der Karte für ein Schlemmerfrühstück, hieß das, glaube ich, oder so. Ich hatte halt Lust auf Rührei und dann gab es ein Kräuterrührei mit Lachs, zwei Scheiben Toastbrot und noch ein bisschen was. Und da war dann eben Kaffee mit dabei und ein Glas Sekt. Habe ich gefragt, kann ich das Glas Sekt auch irgendwie tauschen? Ja, ja, klar, können Sie einen schönen Osat für kriegen. Alles klar. So, und dann war das mein Frühstück. Und was soll ich sagen, es war großartig. Also das Ambiente durchaus ist jetzt nicht modern, aber dafür kriegt man halt auch eine nette Bedienung. Und dann ist die Einrichtung halt so ein bisschen 80er. Das hat mich überhaupt nicht gestört. Ich habe mich da extrem, extrem wohl gefühlt. Die Bedienung war äußerst zuvorkommend, hat mir dann auch erst, nachdem ich den Kaffee ausgetrunken, gesagt, möchten Sie noch Kaffee? Hier ist ja irgendwie bis 11 Uhr ist hier Kaffee gratis mit drin. Und dann saß ich da halt, habe noch ein bisschen Kaffee getrunken, habe gearbeitet, mein leckeres Frühstück genossen und das war gut. Also Kaffee Wehrmann, habe ich gleich eine 5-Sterne-Bewertung auf Google Maps hinterlassen mit einem Foto von meinem Lachs-Rührei-Frühstück. Ja, das hat Spaß gemacht. Am Freitag habe ich das auch überlegt. Da ist nämlich irgendwie auf der anderen Seite vom Münzplatz auch noch so ein Café. Das heißt eine Kaffeewirtschaft. Sah auch ganz nett aus. Und vielleicht hätte ich da vielleicht noch frühstücken wollen. Habe ich aber nicht, sondern ich musste kurz was einkaufen, habe mich also in den Bus gesetzt. Direkt vor der Haustür meiner Tochter fährt ein Bus zum Globus, also zum IKEA und zum Globus. Der Globus ist ein großer Supermarkt, quasi am Nordausgang von Koblenz. Und da fährt der Bus direkt hin und da gab es dann auch ein Café, wo ich auch kurz sitzen und arbeiten konnte. Wo ich dann einfach nur ein Cappuccino und weiß ich nicht mehr, Schokobrötchen oder irgendwas gegessen habe. Also das etwas, also da sitzt man deutlich schlechter als im Café Wehrmann. Das ist sehr laut gewesen dort und unangenehm. Aber mit Kopfhörern und dort arbeiten geht das auch. Und der Kaffee schmeckt. Das Café da, also im Globus, ist auch okay. Ja, genau. Ich scroll hier nebenbei auf der Google Maps Satellitenansicht rum. Es ist ein bisschen lustig, das im Nachhinein nachzuvollziehen, wo man wahrscheinlich mit dem Bus längs gefahren ist und wieder so die, in welcher Himmelsrichtung eigentlich der Parkplatz ist und die Bushaltestelle und so. Sehe ich gerade, dass dahinter auch noch ein Parkplatz ist. Was ist das denn da eigentlich? Wahrscheinlich ein Zementwerk oder so. Keine Ahnung. Ja, das waren so Donnerstag, Freitag unsere Erlebnisse. Am Samstag sind wir morgens in die Stadt gefahren, haben dort auch sehr lecker gefrühstückt, das dann allerdings sehr modern in so einem Hipster. Nein, nicht Hipster, aber durchaus ein moderneres Lokal. Ich gucke gerade mal nach, ob ich schnell rausfinde, wie das hieß. Das war irgendwo... Ja, jetzt komme ich natürlich durcheinander. Da irgendwie war das. Baristas mit Z hinten.
Baristas Coffee Heroes. Ein deutlich teureres Frühstück dort gehabt, auch mit Ei, allerdings mit Spiegelei und Avocado. Aber die hatten so einen Chemex Drip Coffee. Oh, der hat mich richtig umgehauen. Das war total, also sehr starker Kaffee, sehr kräftig. Und ich dachte eigentlich, in so einem Hipsterladen kriegt man dann eher einen fruchtigen Kaffee oder so, aber das war nichts mit fruchtig, sondern eher stark geröstet. Aber gut, sehr interessant. Hat mir auch geschmeckt. Genau, kurz ein bisschen im Einkaufscenter gewesen, kurz da auf dem Weihnachtsmarkt. Und da sind wir wieder zurück in die Wohnung, denn wir wollten am späteren Nachmittag uns mit dem Easy treffen. Der Christian von der Hörsuppe bzw. von Füt. Ihr wisst ja alle, dass ich großer Fan von der Suchmaschine Füt bin. Das ist eine Podcast-Suchmaschine, die ja, wenn man sich dort einloggt, hat man ziemlich coole Features. Man kann sich eigene Kurationen erstellen, die man dann eben als eigenen Podcast wieder abonnieren kann. Das ist so mein Lieblingsfeature, das ich auch regelmäßig benutze. Wenn ich bei Füt einen Podcast finde und den dann hören will, dann tue ich den einfach in eine Kuration, die ich für mich genannt habe, und die habe ich auch abonniert in meinem Podcatcher. Und das ist halt automatisch in meinem Podcatcher und das ist dann ganz cool. So mache ich das ganz gerne. So, und der wohnt halt in der Nähe von Koblenz und der sagte, hey, Samstagabend sind wir in Lahnstein auf dem Weihnachtsmarkt. Wollen wir uns da treffen? Und ja, habe ich Lust gehabt. Sind wir nach Lahnstein gefahren an dem Samstag, späten Nachmittag. Und in der Hintermauergasse sollte dort ein Weihnachtsmarkt sein, stellte sich aber raus, dass die Hintermauergasse ganz schön lang ist. So, und wir sind jetzt zum südlichen Ende der Hintermauergasse gegangen, wo ein kleiner Weihnachtsmarkt war, eine ganz enge Gasse, aber ganz schön, so mit irgendwie Würstchen und Glühwein und Bier gab es da, glaube ich, auch. Das war direkt am Brauereiturm, glaube ich, das ist irgendwie so ein Brauturm. Und so ein bisschen Handwerks Zeugs. So, während wir dort da standen und auf Christian gewartet haben und Familie, kam auch gerade der Nikolaus auf diesen Weihnachtsmarkt. Und das ist lustig für uns Norddeutsche, denn bei uns wird der Nikolaus halt nicht ganz so katholisch zelebriert wie in Bayern. Also in Bayern, Rheinland-Pfalz, in katholischen Gebieten wollte ich eigentlich sagen. Zumindest hatte der Nikolaus dort in Lahnstein eine Bischofsmütze auf und so einen Bischofsstab in der Hand. Und das hat er hier in Norddeutschland nicht. Also wenn es hier einen Nikolaus gibt, dann hat er vielleicht eine Rute und vielleicht eine Weihnachtszipfelmütze oder sowas. Aber nie einen Bischofshut, diesen hohen Spitz ist er gar nicht, sondern er hat oben so eine Welle irgendwie. Genau. Fand ich ganz lustig. So, stellte sich aber raus, das war gar nicht der Weihnachtsmarkt, den Christian meinte, der war am anderen Ende der Hintermauergasse in Lahnstein und das war, ja gut, da mussten wir durch die Hintermauergasse einmal über die Burgstraße, das ist da so die Fußgängerzone rüber und da war dann an einem weiteren Türmchen ein weiterer kleiner Weihnachtsmarkt. Ich glaube, der war sogar noch kleiner als der an einem anderen Ende der Hintermauergasse und interessanterweise kannte Christian dort alle. Also der war auch mit den meisten Leuten dort verwandt. Ich weiß gar nicht, wie das so zustande gekommen ist, aber er hatte irgendwie sehr viele Cousinen, Cousins, Schwägerinnen. Ich weiß gar nicht, wen ich da alles kennengelernt habe, aber es war sehr nett. Standen wir da, haben Kartoffelpuffer gegessen. Ist auch etwas, was es bei uns eher nicht so gibt. Bei uns gibt es Schmalzgebäck, Waffeln. Was gibt's denn noch auf Weihnachtsmärkten? Das sind so, glaube ich, die, ja, und natürlich Würstchen und sowas. Aber in Rheinland-Pfalz, zumindest in Lahnstein, scheint es irgendwie, gab da noch einen anderen Begriff dafür, den habe ich schon wieder vergessen. Ich würde den wahrscheinlich eh falsch aussprechen. So, wenn das so ein Döppelkuchen oder sowas, dann ist dann eher so ein Kuchen, aber in
aus quasi Kartoffelpuffer-Zutaten oder eben diese kleineren, die haben dann auch noch speziellen Namen. Ich habe einfach Kartoffelpuffer gesagt, weil das war es am Ende auch. Wird dann serviert mit Apfelmus. Und das war auch sehr lecker, genau. Passte auch ganz gut zu dem Apfelpunsch, den ich dann getrunken habe, weil ich nämlich ganz brav war und Samstagabend meine Tochter dann noch zu einer Geburtstagsfeier gefahren habe. Die war eingeladen zum ersten Mal auf einer Geburtstagsparty bei jemandem, den sie über einen Arbeitskollegen kennengelernt hatte. Auch aus der queeren Szene da. Und da habe ich gedacht, na gut, dann bringe ich dich dahin. Und das war bei so einer Grillhütte. Ich weiß gar nicht mehr, wie der Ort hieß. Irgendwo musste ich über die Autobahn da hoch und dann war das so, ja, man muss so eine ziemlich kurvige Straße hoch und war dann irgendwie irgendwo bei einer Grillhütte im Nordosten von Koblenz. Hab's schon wieder vergessen, wie der Ort da hieß. Steht hier auch nirgends. Naja, wie auch immer. Achso, ich bin ja auch im falschen Eck. Da ungefähr. Nee, gar nicht. Da ist die Mosel. Da ist der Rhein. Und ich bin doch aber da oben. Über die Autobahn dorthin. An Bendorf vorbei. Ihr wisst, also Leute, die dort wohnen, die wissen schon längst, was ich sagen will. Müssen hier zuhören, wie ich hier am Simmern. Nee, ich musste dann da auf die Bundesstraße, da runter, Humboldthöhe, gibt's da einen Stadtteil, aber das meine ich nicht. Das muss irgendwie, finde ich es gerade nicht genau wieder. Wo ist denn da der Kreisel, wo ich dann da vielleicht da längs gefahren bin? Bergweg. Wahrscheinlich bin ich den Bergweg hochgefahren. Ist das die Jahnstraße? Die Jahnstraße. Und neben der Jahnstraße ist noch so ein Feldweg, ne? Nee, doch nicht. Schade. Ich dachte, ich hätte es. Egal. Also irgendwo da ist so ein kleiner Hügel, wo oben drauf eine Grillhütte ist und da war eine Geburtstagsparty. Ich bin währenddessen ins Kino. Auch ja, irgendwie zwei Marale um die Ecke gibt es das Kinopolis. Und Marale hatte mir gesagt, du musst unbedingt die D-Box ausprobieren. Die D-Box im Kinopolis ist ein spezieller Sitz, der noch vibriert, wenn man quasi von Surround Sound und 3D-Bild. Nee, ich hatte gar keinen 3D-Film. Aber ja, also wenn es irgendwelche Situationen gibt, wo es im Film scheppert, dann scheppert eben auch der Stuhl. Kann man noch einstellen, wie doll er denn scheppern soll. Ja, und das habe ich dann ausprobiert mit dem Film Napoleon. Weitersburg übrigens. Ja, ich glaube, der Ort, die Grillhütte Weitersburg. Entschuldigung. Kann das sein? Gibt es da eine Grillhütte? Was weiß ich. Bestimmt. Also, die Box im Kinopolis habe ich mir dann gebucht, Napoleon, 21 Uhr, weil ich dachte, hinterher kann ich dann vielleicht Morale schon abholen. Und, ja, was soll ich sagen, also richtig bequem fand ich das jetzt nicht. Also das mit dem Ruckeln war zwar ganz lustig und Napoleon ist natürlich auch ein Film, in dem es viel um Krieg geht. Die hatten ja auch schon Kanonen und dann hatten sie irgendwie, wenn da Leute geritten sind, dann ist man so mitgeritten auf diesem Ding und so. Also es war schon ganz witzig. Allerdings auch nicht wirklich bequem für einen Menschen, der 1,96 Meter groß ist. Denn irgendwie mit Füße ausstrecken oder hochlegen gar oder so ist dann auch nichts. Also dann würde ich mir lieber so einen VIP-Sessel nehmen, wo man sich irgendwie entspannt die Rückenlehne zurückfahren kann und dann die Füße hochlegen kann oder so. Das gibt's ja auch teilweise in Kinos. Das finde ich gut. Als wieder in so eine D-Box zu steigen, weil da sitzt man dann doch sehr sehr aufrecht und die Füße muss man dann auf so eine Platte stellen, damit die Füße auch mit ruckeln. Und die sind dann eben nicht ausgestreckt, sondern die sind dann irgendwie mehr so wie auf Klo. Keine Ahnung. Ja, also weil die Platte natürlich ein bisschen hoch ist und dann irgendwie meine Unterschenkel sind halt irgendwie sehr lang. Muss ja auch für kleinere Menschen passen, klar. Und dann ist es halt eben so ein bisschen
viel größer halt unbequem. Hat mir, also der Film war okay, ist halt ein historischer Film. Habe jetzt nicht viel Neues gelernt, aber war ganz nett gemacht. Ja, genau. Nach dem Kino bin ich dann nochmal ganz brav in die Wohnung gefahren, habe eine Stunde gepennt oder so und habe dann mitten in der Nacht das Kind aus der von der Party wieder abgeholt. Also nochmal den ganzen Berg da hoch. Hat aber alles gut funktioniert und das Kind war glücklich und darum ging es ja an dem bei diesem Besuch. Jetzt habe ich noch was vergessen. Und zwar das Fußballspiel, denn am Freitagabend war ja das Derby, St. Pauli gegen HSV. Ich war schon ganz traurig, dass ich nicht zu Hause war. Mit meiner Dauerkarte hätte ich ja das Stadion besuchen können. Aber nun war es wichtiger, bei Mareile zu sein. Das habe ich natürlich auch gemacht. Allerdings gibt es dann, also wir hatten natürlich dann auch, ich habe ja irgendwie Sky Go oder Wow, wie das jetzt heißt. Aber mein iPad hat 11,5 Zoll oder was und mein Rechner hat 13 Zoll und Mareile hat auch keine größeren Screens und das jetzt irgendwie dann bei Mareile zu gucken, fanden wir nicht so attraktiv. Also haben wir nach einer Sky-Kneipe gesucht und ich habe dann auch irgendwie schon auf Mastodon gefragt, wo gibt es denn mal in der Nähe von Koblenz oder in Koblenz eine Möglichkeit, ein Fußballspiel zu gucken. Und dann stellt sich raus, es gibt einfach keine. Also es gibt keine Sky-Kneipe in Koblenz. Das Einzige, was wir gefunden haben, war von so einem Wettanbieter eine Sportsbar. Da hätte man dann irgendwie so auf so Barhockern sitzen können und Wetten abschließen können auf das Spiel und währenddessen auch gucken. Aber das ist nicht so richtig unser Ding. Mir wurde dann was wie hießen das? St. Gorshausen oder so. Also den Rhein wieder hoch empfohlen. Da hätte es was gegeben, wo man gucken hätte können. Richtung Wiesbaden oder Richtung Bad Kreuznach. Irgendwie sowas. So, nee, das war noch eine Ecke weiter, glaube ich. Richtung Mannheim oder Kaiserslautern oder so. Ja, wie auch immer. Wir haben dann was gefunden und zwar in Bonn oder kurz vor Bonn gibt's das Dollys. Und das Dollys ist eigentlich das Vereinsheim vom Sportverein Tennis- und Hockey-Sportverein Dollendorf oder wie heißt es da? Habe ich jetzt gerade schon wieder vergessen. Irgendwie zeigt mir Google da Dottendorf. Dottis hieß es und nicht Dollys. Genau, Dottis in Dottendorf. Da gibt es den Tennis- und Hockeyverein in Dottendorf und da gibt es das Dottis und das ist so eine Vereinskneipe. Und das war ganz witzig. Also wir sind da hingefahren, hatten noch gefragt, ob wir vorher irgendwie auch wieder reservieren müssen, weil am gleichen Abend dann ja noch ein Köln-Spiel war und das ist ja schon Einzugsgebiet vom 1. FC Köln. Und nee, alles gut, sollten wir einfach kommen. Dann sind wir da hingefahren. Bin ich noch geblitzt worden. Im Godesberger Stadttunnel, müsst ihr aufpassen. Da ist ein fest installierter Blitzer. Und da bin ich ein wenig zu schnell gefahren. Also nicht viel, aber ein bisschen. Weil ich den noch nicht kannte. Jetzt kenne ich ihn. Jetzt kennt ihr ihn auch. Ja, so, und das ist dann halt beim Bonner Tennis- und Hockeyverein in Dottendorf. Geht man halt rein und das ist halt. Unten die Toiletten sind halt auch bei den Umkleiden für die Gastronomie. Und oben ist es dann aber total nett. Also das ist eine richtig nette Sportkneipe. Da steht zwar irgendwie an der Tür, also erstmal muss man die Tür finden. Aber wenn man es dann gefunden hat, dann steht da hier bitte nicht mit Sandschuhen rein. Also wenn man direkt vom Sandplatz, vom Tennisspielen kommt, soll man da nicht in die Kneipe gehen. Und dann sind da aber total nette Tische, große Fernseher, eine große tolle Bar mit irgendwie ein paar leckeren Snacks. Wir haben Flammkuchen gegessen und dann haben sie mir einen Kölsch angeboten, das habe ich dann auch getrunken. Ich habe gesagt, ich hätte jetzt doch gerne ein Bier. Ich bin nicht so der Kölsch-Fan, aber es ist ja Geschmackssache. Ich fand, es schmeckte halt so ein bisschen sehr nach nichts und dann habe ich ein nettes bayerisches Helles bekommen. Ich weiß gar nicht mehr welches, aber das war dann gut. Ja,
Und habe das Derby geguckt. Sind 2-0 in Führung gegangen und dann noch den Ausgleich zu kassieren, war natürlich ärgerlich und irgendwie unnötig. Aber so ist es im Fußball. Manchmal spielt man unentschieden und ärgert sich und manchmal spielt man unentschieden und freut sich. Ich finde es ganz beachtlich, dass der FC St. Pauli jetzt auf Platz 1 steht in der zweiten Liga und sich ärgern kann, wenn man nur unentschieden gegen einen Verein wie den HSV spielt. Also natürlich ist gerade das HSV-Derby immer was Besonderes und das will man unbedingt gewinnen. Und jetzt ärgert man sich aber auch leistungsmäßig, dass man irgendwie nicht die Leistung abgerufen hat, die man hätte abrufen können, um dann eben auch die 3 Punkte mitzunehmen. Also sehr merkwürdig. Ich hatte trotzdem Spaß, war sehr nett da. Dottis, schöne Grüße. Die haben noch gar nicht 5 Sterne von mir gekriegt, kriegen sie noch. Ja, genau. Hab ich jetzt noch was vergessen für Freitag? Nee, Donnerstag war ich im Café Wehrmann frühstücken, Freitag war ich einkaufen, hab da gefrühstückt. Hab ich noch irgendwas gemacht am Freitag? Nee, ich glaube nicht. Ja. Kommen auch schon ein bisschen durcheinander. Egal. So, Ausflug nach Bonn. Samstag habe ich schon erzählt. Ausflug in die Stadt und auf den Weihnachtsmarkt und ins Kino. Kommt noch der Sonntag. Am Sonntag habe ich meine Tochter nämlich dazu überredet, dass wir einen etwas weiteren Ausflug machen. Und zwar sind wir nach Bremm gefahren. Bisschen über die Autobahn und dann abgebogen. Eigentlich eine sehr, sehr schöne Fahrt. Also die A48 da von Koblenz Richtung Westen. Ich glaube, das ist dann Richtung Trier oder was da dran steht. Weiß nicht, was dran steht. Trifft dann in Mähren oder Ulmen oder Mähren wieder auf die A1. Und auf der A1 kommt man dann natürlich nach Trier. Also Richtung Trier oder. Oder wo auch immer man hin will. Genau, und dann fährt man da runter und dann ist man in Bremm. Und ich wollte gerne nach Bremm, um, nachdem ich im Sommer die Rheinschleife vom Boppard aus besichtigt habe, vom Gedeonseck bei Boppard, wollte ich jetzt die Moselschleife anschauen, die dort in Bremm ist. Also das ist so eine Kurve, die die Mosel dort zieht. Die Mosel ist ja eh so ein sehr kurviger Fluss. Da gibt es also ganz viele Schleifen. Aber bei Bremm ist diese Schleife besonders eng und in der Außenkurve sozusagen ist dann eine ja, Bergkette. Ich weiß nicht, nennt man das dort? Also hier wird es Berg heißen, dort heißt es wahrscheinlich eher Hügel. Und da geht es halt bergauf, sozusagen. Ich weiß gar nicht, wie hoch man da jetzt stand, aber ja, so in Bremm ist es ein bisschen anders als am Gedeonseck. Am Gedeonseck kann man ganz hoch fahren und dann dort parken und dann ist dann ein kleines Restaurant und dann kann man da Mittagessen und von oben auf die Moselschleife schauen. Das ist in Bremm nicht so. Da gibt es den Kalmont Klettersteig, da kann man also hochklettern. Da haben wir uns nicht für entschieden, das war uns irgendwie zu rutschig und zu kalt bei dem Wetter. Stattdessen haben wir unser Auto irgendwo einigermaßen weit oben abgestellt und mussten dann nur noch 1,5 Kilometer laufen, um bis zum Gipfelkreuz zu kommen. Das ist ganz lustig, da steht ein Gipfelkreuz am Hang, das ist also gar nicht ganz oben, soweit ich das zumindest erkennen konnte. Und von dort hatte man dann einen sehr, sehr schönen Blick auf die Moselschleife bei Bremen und unten steht dann so eine Klosterruine. Die hat man dann da auch schön im Blick. Und wir hatten sehr viel Glück mit dem Wetter dort. Überall in Deutschland war ja Schnee, teilweise katastrophenartig. Also mein Bruder in der Nähe von München meinte, er kam nur noch mit der Fräse aus dem Haus raus. Dann war also sehr viel Schnee. Bei mir zu Hause, also bei meiner Frau und meinem Kind, war auch Schnee, wenn auch nicht so katastrophenartig. Und bei uns kam ab und zu ein paar Flocken, also dann Koblenz, aber war halt nicht wirklich Schnee. Und auch dann der Sonntag in Bremen, da hatten wir halt keinen Schnee und Eis, wo wir drauf klettern mussten, aber so ein bisschen
feucht und rutschig war es schon. Stattdessen hat man dann wunderschönen Sonnenschein. Also es war tatsächlich ein sehr sonniger Tag. Und das war, ja, ganz toll. Habe ich sehr genossen. Jetzt muss ich mal eben nochmal was googeln. Und zwar haben wir da auf dem Rückweg, sind wir nicht direkt auf die Autobahn gefahren, sondern wir sind noch dann unten an der Mosel längs gefahren, weil ich noch mal ein bisschen gucken wollte, was es denn da so gibt. Und da habe ich das Weingut Oster gefunden. Walter J. Oster. Jetzt gerade auf der Webseite. Wir haben auch eine hübsche Webseite. Wir können nochmal eben nachgucken, wo ist denn das eigentlich? Ist das Kontakt, Impressum? Wo findet man das denn? Nee, Kontakt nicht. Impressum. Ist das noch in Bremen? Wollte ich jetzt einfach nur wissen. Nee, es ist in Dohr. Vielleicht ist es auch nur die GmbH ist in Dohr. Ich weiß nicht, wo Dohr ist. Hieß das Dohr, wo wir da waren? Dohr in Rheinland-Pfalz. Nee, in Dohr, das ist ja nicht direkt an der, das ist an der Dings, an der Mosel. So, Oster. Moselweinstraße. Da ist es doch. Genau, und wie heißt der Ort? Ediger Eller. So heißt auch der Weinberg da. Ja, genau. Und da ist so ein kleiner Laden vom Weingut Walter J. Oster. Da sind wir einfach mal spontan rein, weil der gerade am Sonntag da offen hatte. Und haben uns umgeschaut. Richtig toller kleiner Laden mit nicht nur Wein, sondern auch oh, so Kleinigkeiten, Tapas zu essen und sowas alles. Und Mareile hat sich sehr über den weißen Traubensaft gefreut. Direkt vom Weingut schmeckt das immer besonders gut und ich habe dort Riesling probieren dürfen. Und war auch sehr interessant, weil die aus verschiedenen Lagen Riesling haben, einmal nördlich der Mosel und einmal südlich der Mosel. Und nördlich der Mosel hat mir deutlich besser geschmeckt. Devon heißt er, glaube ich, da. Nee, ach, das war der Lagenwein. Habe ich jetzt gerade nicht im Kopf. Weißweine. Ich finde mal eben schnell raus. Da ist er ja. Ediger Elshofberg. Das ist der Lagen Riesling. Nicht ganz günstig, 17,80, aber ein bisschen was von mitgenommen. Und dann gab es noch den etwas günstigeren Riesling, den ich dann auch noch mitgenommen habe. Ja. Hat Spaß gemacht, da reinzugehen, ein bisschen beraten werden, ein bisschen probieren, ein bisschen Wein und ein bisschen Saft kaufen. Das war dann aber auch schon der Sonntag. Nee, halt, wir sind dann ja, nachmittags irgendwie zurück gewesen und wollten dann abends nochmal uns was gönnen und sind nochmal nach Koblenz rein und waren essen im, ich hab's gleich. Wieder reinzoomen, dann muss also wieder dort sein, in der nicht Hohenzollernstraße. Nee, nee, nee. Hohenstraße. Nee, das ist alles falsch. Bahnhofstraße. Löhrstraße. In der Löhrstraße. Jetzt werden mir da die Namen nicht eingebaut. Das heißt, Papa Umi. Ich glaube, es ist auch eine Kette. Papa Umi, auch ein asiatisches Restaurant in der Löhrstraße. Und ganz, ganz exzellentes Sushi. Also da habe ich richtig Spaß gehabt. Wir haben uns drei Sushi-Rollen bestellt und geteilt. Und die kamen dann so sehr hübsch drapiert auf einer großen Platte. Und ein Ebi, wie hieß das? Ebi-Sensation oder so. War richtig toll. Also, das schmeckte ganz fantastisch. Das war nicht vegan, sondern das ist dann tatsächlich mit Fisch gewesen. Und ja, hat ganz fantastisch geschmeckt. War nur ein bisschen zu viel. Und wir müssen noch den Rest einpacken lassen.
Und das war dann quasi unser Wochenende. Ja, und weil ich dann ja aber schon dort war, eigentlich hatte ich vor, am Sonntag zurückzufahren. War ganz gut, dass ich es mir nochmal anders überlegt habe, weil ich dadurch dann ja auch diesen schönen Ausflug mit Mareile machen konnte zur Moselschleife in Bremen und zu diesem Weingut und dieses leckere Restaurant kennengelernt habe. Ich hatte nämlich, ich glaube am Freitag schon oder so, nochmal geguckt, weil ich ja traurig war, dass ich das Derby verpasst habe. Irgendwas war doch, ach ja, St. Pauli spielt am Dienstag in Homburg. Homburg im Saarland. Und also von uns aus gesehen bin ich ja in Koblenz schon fast im Saarland. Habe ich nochmal geguckt. Und es sind tatsächlich nur 1,5 Stunden weiter. Also von Koblenz nach Homburg im Saarland sind es so ungefähr 1,5 Stunden mit dem Auto. Und dann habe ich am Freitag kurz geguckt, gibt es denn da noch Tickets? Ja, gab's. Und es ist das Achtelfinalspiel gewesen. FC 08 Homburg gegen den FC St. Pauli in Homburg. Und ja, dann habe ich mir da ein Ticket gekauft, natürlich auf unserer Webseite, damit ich immer auch im Gästeblock bin. Und geguckt, was gibt's denn da noch für Übernachtungsmöglichkeiten. Und da habe ich dann das ja, in Hotels war wirklich nur noch ein Zimmer frei und das war im Schlossberg Hotel. Hab ich schon herausgefunden, das ist eigentlich eher ein edles Hotel. Aber das Zimmer kostete, ich glaube, 113 Euro mit Frühstück. Und dann habe ich mir das halt einfach mal gegönnt, weil ich gedacht habe, ach, das habe ich hier so gut meine Tochter unterstützt und den großzügigen Papa gemacht und vor allem der Mental Support, also die seelische Unterstützung war, glaube ich, wichtig in der schwierigen Zeit da. Habe ich mir gedacht, kann ich ja auch mal zur Belohnung, ich meine, das war natürlich auch schön, dort sein zu können, aber auch anstrengend. So, und für die Anstrengung habe ich mich belohnt mit einer Hotelübernachtung in Homburg und einem 17-Euro-Stehplatz-Ticket im Waldstadion in Homburg, genau. Das war lustig. Da sind wir dann, bin ich dann am Dienstagmittag, also Montag habe ich einfach nur gearbeitet, da ist nichts weiter Nennenswertes passiert. Am Dienstag bin ich dann auch mittags, stimmt, die Vormittagsmeetings habe ich noch von Mareile aus gemacht, dann bin ich mittags 1,5 Stunden schnell nach Homburg gefahren, war um 3 pünktlich da für die Nachmittagsmeetings im Hotel. Und bin dann nach den Meetings runtergegangen auf den Marktplatz. Da war, also direkt unter meinem Fenster quasi, gibt es auch ein Foto auf Mastodon. La Bauleplatz wahrscheinlich sogar oder so. Oder nee, da wahrscheinlich eher Saarbrücker Straße, Marktstraße. Wahrscheinlich heißt der Marktplatz, steht jetzt nichts dran. So, da war ein Weihnachtsmarkt und da standen schon eine Menge St. Pauli-Fans und natürlich auch eine Menge Homburg-Fans. Die, ja, und ich hatte irgendwie ein Foto von oben gemacht von diesem Weihnachtsmarkt, weil da gerade eine Band gespielt hat und ich mir so ein bisschen beim Arbeiten gestört war. Und dann schrieb eine St. Pauli-Fan, schrieb mich an, ja, komm doch auf einen Glühwein runter, auf Mastodon. Und wir kannten uns bisher nur von Twitter beziehungsweise Mastodon. Und ja, nach der Arbeit bin ich dann runter und haben da zusammen ein Bierchen getrunken. Mit Glühwein waren die schon durch. Sie mit ihrem Mann und noch 2 weitere St. Pauli-Fans, die alle noch nie gesehen hatte, aber wir waren natürlich sofort ein Herz und eine Seele. Nein, es war wirklich eine sehr nette Runde. Und es sammelten sich auch immer mehr Homburg-Fans dort. War schon eine ganz lustige Stimmung, aber sehr friedlich alles. Und da stellte sich raus, es sollte einen Fanzug geben von diesem Marktplatz durch Homburg zum Stadion. Das war gar nicht so weit. Eigentlich nur 20 Minuten oder so. Ja, dann haben wir überlegt, ach, dann waren da halt noch ein paar mehr St. Pauli-Fans, unter anderem eine Fotoredakteurin vom Übersteiger. Und haben gesagt, dann gehen wir halt hinterher. Kurz mit der Polizei gesprochen. Und die sagten, ja, wenn ihr mit ausreichend Abstand hinterhergeht, sollte das kein Problem sein.
Und das war auch total nett. Haben wir so ein bisschen Fangesänge hin und her geworfen. Die Homburger natürlich mit Scheiß St. Pauli haben wir natürlich mit eingestimmt. Das ist irgendwie ein ganz merkwürdiger, traditioneller. Es ist so, macht man so. Irgendwie muss man wohl Scheiß St. Pauli rufen, wenn man gegen St. Pauli spielt. Dann rufen wir halt immer mit, weil wir das ja selber scheiße finden. Und dann lacht man kurz und dann war es das auch wieder. Ja, ansonsten war es ganz friedlich. Die Hamburger haben jede Menge so blitzende Pyros gezündet und auf dem Weg liegen lassen. Muss man immer kurz warten, bevor wir weitergehen konnten, aber es ist ja nicht weiter schlimm gewesen. Die Polizisten waren erstaunlich entspannt. Also da waren so 4, 5 Polizisten am Ende von dem Hamburger Fanzug. Einer von denen ist dann rückwärts gegangen, um auf uns zu schauen. So eingehakt. Sah ganz lustig aus. Er grinste auch die ganze Zeit. Also es war wirklich entspannt und alles nett. Und niemand hatte irgendwie Sorge oder Angst, dass irgendwas eskaliert. Und war sehr schön, da ins Stadion zu ziehen. Im Stadion, ja, das ist halt ein anderes Stadion als das Millerntor. Es ist vielleicht da, wo wir standen, in der Südkurve, vergleichbar mit dem alten Millerntor. Also die alte Südkurve vom Millerntor, das waren halt auch nur so Steintreppen sozusagen. Kein Dach und nur, also so Wellenbrecher. Altstadt in Homburg. Keine Ahnung, muss ich mal eben eingeben. Also die Südostkurve ist das ja, es ist ja nicht wirklich Nord-Süd ausgerichtet, das Stadion. So, und wir sind da ganz gut reingekommen. Auch der Einlass war gut organisiert. Und im Stadion lag tatsächlich noch ein bisschen Schnee. Also da war mehr Schnee als in Koblenz. Der Platz musste geräumt werden und auch der Schnee an der Seite musste noch weggefahren werden. Da hatten wir echt viel zu tun, um das Stadion spielfähig zu haben. Aber so ein bisschen Schneewehen standen halt noch so rund um den Platz. Und die Ordner, die uns dann halt auch im Blick behalten haben, die standen teilweise dann in so einer Pfütze von schmelzendem Schneewasser. Und die tat mir total leid. Also ich hätte es total nett gefunden, wenn die einfach vor diesem Schneeberg hätten stehen dürfen. Also in Hamburg gibt es um den Fußballplatz rum noch so eine Laufbahn. Also es ist mehr so ein, sieht aus wie so ein Olympiastadion mit so einer, dass man halt im Kreis laufen kann, mit so einer 400-Meter-Bahn und mit, dass man auch im Stabhochsprung und Weitsprung machen kann und so. Haben wir auch gescherzt, die Weitsprunggrube war direkt vor uns. Aha, da kann man die Pyros dann ja gleich reinwerfen. Also standen auch so Sandeimer rum, um Pyros löschen zu können. Und die Feuerwehr war auch da. Aber Spoiler vorab, während des Spiels oder beim Einlass gab es nur Pyros von den Homburgern. Von uns gab es Pyros erst weit nach Abpfiff, als dann irgendwie die St. Pauli-Spieler zu uns gekommen sind, gab es bei uns nochmal Pyro und Rauch. Aber da war das Spiel dann schon lange vorbei. Angeblich soll es dann keine Strafen von dem DFB geben, wenn man das Nachspielabschluss macht. Wie auch immer. Das Fußballspiel war, also erstmal nach dem Stadion, obendrauf, also es gab halt diese Steintreppen und obendrauf so einen Rundgang, wo man dann eben auch sich ein Bier oder eine Wurst holen konnte. Und die Steintreppen waren okay mit so Wellenbrechern, da konnte man gut stehen und auch einigermaßen gut gucken. Aber oben der Rundgang, es hat halt wie gesagt die Tage vorher ein bisschen geschneit, bisschen getaut, bisschen geregnet. Es war eine einzige Schlammschlacht. Also knöcheltief Schlamm, wenn man sich eine Bier holen wollte oder auf Toilette wollte. Da standen auch nur Dixies, also fest installierte Toiletten gibt es da nicht. Und das war so ein bisschen, naja. vielleicht bin ich da jetzt einfach schon zu verwöhnt vom schönen neuen Millerntor-Stadion, was wir uns da hingebaut haben. Da ist halt wirklich alles schicki. Das muss ja dann in so einem Viertligastadion auch nicht unbedingt sein. Wobei Homburg ja auch schon mal in der ersten Liga war. Es ist ja ein sehr traditioneller Verein. Genau, wir haben das Spiel 4:1 gewonnen. Zur Halbzeit stand es 1:1. Unsere kurzzeitige Führung wurde gleich egalisiert durch ein sehr slapstickartiges Tor. Ähnlich wie im Derby. Da gab es ja auch ein Slapstick-Tor vom HSV. Haben wir das jetzt auch geschafft, dass der Rückpass zum Torwart so missglückt ist, dass er dann irgendwie, also bei uns war es nicht der Torwart selbst, der es ins Tor geschossen hat, aber der gegnerische Stürmer hatte so keine Probleme.
Aber in der zweiten Halbzeit reichten dann irgendwie 10 Minuten, wo wir ernst gemacht haben, wo dann irgendwie Hamburg keine Chance hatte, haben wir 3 Tore in 10 Minuten gemacht und danach dann auch wieder 2 Gänge runtergeschaltet und das Spiel austrudeln lassen. Also sehr, sehr souverän und sehr ungefährdet dort das Achtelfinale gewonnen. Jetzt sind wir im Viertelfinale. Gestern war die Auslosung. Wir spielen gegen Düsseldorf im Viertelfinale und zwar zu Hause. Und zu Hause ist immer schön. Ja, und Düsseldorf hat ja immerhin die längste Theke der Welt. Vielleicht bringen sie die ja mit. Ja, und nach dem Spiel relativ zügig zurück ins Hotel, weil ich am nächsten Tag ja zurückfahren musste. Im Hotel hatte die Bar noch offen bis 24 Uhr. Habe ich da noch einen sehr leckeren, habe ich den noch fotografiert? Die hatten einen dänischen Whisky, glaube ich. Das war sehr lecker. Und auch noch einen Flammkuchen gegessen als Mitternachtssnack. Ja, und dann bin ich irgendwie morgens um 7 aufgestanden, dass ich dann um kurz vor 8 bin ich losgefahren in Hamburg. Musste 2-mal laden. Es war auch so ein bisschen, ich musste dann halt gucken, wo kann man denn hier laden. Ich glaube, kurz hinter Frankfurt habe ich dann das erste Mal geladen. An der B, was auch immer da ist. 45, nee, B3, oder was weiß ich. B5. Wie auch immer. Reiskirchen, das stimmt. In Reiskirchen habe ich, glaube ich, geladen, irgendwo da in der Nähe. Oder Reinhardshain. So, und dann musste ich leider noch ein zweites Mal laden. Kurz an der Kasse, glaube ich. Weil mit einmal laden die Strecke von Hamburg zurück klappte nicht. Von Koblenz zurück schafft man mit einmal laden, also mit meinem Auto. Aber da musste ich nochmal, das ist eine halbe Stunde, weiterladen. Und das war dann ein ganz schöner Ritt. Also ich habe auch wieder aus dem Auto ein paar Meetings gemacht. Aber ich war dann erst nach 9 Stunden zurück zu Hause. Und das war dann doch sehr, sehr anstrengend. War ich ganz froh, dass ich dann wieder zu Hause war. Ja, das war mein spontaner Kurzausflug nach Koblenz. Hatte ich mir natürlich so gar nicht vorgestellt. Also tatsächlich hatte ich kurz überlegt, als ich die Pokalansetzung gesehen habe, auch vielleicht kann man ja dieses Pokalspiel in Hamburg mit einem Besuch bei Mareile verbinden, hatte das aber schon wieder verworfen, weil irgendwie mal eben da runterfahren ist halt doch ein ganz schöner Akt. Und es hatte sich aber ergeben, dass es notwendig war, dort zu sein. Und dann war ich ganz froh, dass ich das verbinden konnte. Ja, mal gucken. Vielleicht gewinnt Saarbrücken ja auch das Viertelfinale gegen Mönchengladbach. Da haben wir immerhin schon die Bayern. Und wen haben die noch rausgeworfen? Leverkusen? Und noch wen? Also es ist ja schon eine Pokalsensation in Saarbrücken. Könnten sie ja auch Gladbach schlagen. Vielleicht können wir dann im Halbfinale nach Saarbrücken fahren. Das ist dann ja ganz in der Nähe von Homburg. So groß ist das Saarland ja nicht. Was übrigens ganz lustig ist, kurzer Rückgriff auf die letzte Episode mit Längenmaßen. Als Flächenmaß wird ja häufig das Saarland verwendet. Irgendwas ist so groß wie 2-mal das Saarland oder so. Und das ist dann immer irgendwie ganz lustig, weil das Saarland halt das kleinste Flächenbundesland Deutschlands ist. Also die Städte, die auch Bundesländer sind, Hamburg, Bremen, Berlin, die sind natürlich flächenmäßig nochmal kleiner als das Saarland. Aber dann kommt halt das Saarland, das ist klein und deswegen wird immer gesagt, das ist so groß wie das Saarland oder ne, ein Faktor X mal so groß wie das Saarland. Was mir dort bewusst geworden ist, als ich in Hamburg war, ist, dass ich überhaupt gar keine Vorstellung davon hatte, wie groß eigentlich das Saarland ist. Also ich dachte halt, das ist halt klein. Da ist irgendwie Saarbrücken und viel mehr ist da nicht. Und ja, so. Und wenn man dann mal da ist, dann sieht man, okay, hier ist eine Stadt, da ist eine Stadt, da ist eine Stadt, hier ist eine Autobahn, da fährt man eine ganze Strecke. Also es ist nicht so klein, wie ich dachte, das Saarland. Und jetzt müsste ich mal gucken, wie viele Fußballfelder das Saarland eigentlich groß ist, weil das vergleicht man ja auch häufig. Egal. Also seit ich dort war, ist mir bewusst, dass dieser Größenvergleich, das ist doppelt so groß wie das Saarland, eigentlich gar nichts bringt, weil ich weiß ja gar nicht, wie groß das Saarland ist. Also,
Das ist erstaunlich groß. Und das nächste Mal, wenn jemand sagt, das ist nur zweimal so groß wie das Saarland, sage ich, wow, das war ganz schön groß. Egal. Also, kommen wir zu Rainer Maria Rilke. Wir sind in der im Sämtliche Gedichte in einem Band Ausgabe bei 27%, Position 1872 von 6883. Und es ist das Requiem immer noch. Wie war dein Leben kurz, wenn du es vergleichst mit jenen Stunden, da du saßest und dir die vielen Kräfte deiner vielen Zukunft schweigend herabbuchst zu dem neuen Kindkeim, der wieder Schicksal war. O wehe Arbeit, o Arbeit über alle Kraft. Du tatest sie Tag für Tag, du schlepptest dich zu ihr und zogst den schönen Einschlag aus dem Webstuhl und brauchtest alle deine Fäden anders. Und endlich hattest du noch Mut zum Fest, denn da es getan war, wolltest du belohnt sein wie Kinder, wenn sie bittersüßen Tee getrunken haben, der vielleicht gesund macht. Bittersüßer Tee macht vielleicht gesund. So, kleine Notiz. Und dann auch übergreifen zum Herrn Kant, wir sind bei Immanuel Kant, Kritik der reinen Vernunft im zweiten Band auf Seite B801. Nein, wir sind auf Seite B800. In der transzendentalen Methodenlehre, Disziplin in Ansehung der Hypothesen. Augen zu und zugehört. Die Erklärung gegebener Erscheinungen können keine anderen Dinge und Erklärungsgründe als die so nach schon bekannten Gesetzen der Erscheinungen mit dem Gegebenen in Verbindung gesetzt worden angeführt werden. Eine transzendentale Hypothese, bei der eine bloße Idee der Vernunft zur Erklärung der Naturdinge gebraucht würde, würde daher gar keine Erklärung sein, indem das, was man aus bekannten empirischen Prinzipien nicht hinreichend versteht, durch etwas erklärt werden würde, davon man gar nichts versteht. Auch würde das Prinzip einer solchen Hypothese eigentlich nur zur Befriedigung der Vernunft und nicht zur Beförderung des Verstandesgebrauchs in Ansehung der Gegenstände dienen. Ordnung und Zweckmäßigkeit in der Natur muss wiederum aus Naturgründen und nach Naturgesetzen erklärt werden. Und hier sind selbst die wildesten Hypothesen, wenn sie nur physisch sind, erträglicher als eine hyperphysische, das heißt in die Berufung auf einen göttlichen Urheber, den man zu diesem Behuf voraussetzt. Denn das wäre ein Prinzip der faulen Vernunft, ignava ratio, alle Ursachen, deren objektive Realität wenigstens der Möglichkeit nach man noch durch fortgesetzte Erfahrung kann kennenlernen, auf einmal vorbeizugehen, um in einer bloßen Idee, die in der Vernunft sehr bequem ist, zu ruhen. Was aber die absolute Totalität des Erklärungsgrundes in der Reihe derselben betrifft, so kann das keine Hindernis in Ansehung der Weltobjekte machen, weil, da diese nichts als Erscheinungen sind, an ihnen niemals etwas Vollendetes in der Synthese der Reihen von Bedingungen gehofft werden kann. Transzendentale Hypothesen des spekulativen Gebrauchs der Vernunft und eine Freiheit zur Ersetzung des Mangels an physischen Erklärungsgründen, sich allenfalls hyperphysischer zu bedienen, kann gar nicht gestattet werden, teils weil die Vernunft dadurch gar nicht weitergebracht wird, sondern vielmehr den ganzen Fortgang ihres Gebrauchs abschneidet, teils weil diese Lizenz sie zuletzt um alle Früchte der Bearbeitung ihres eigentümlichen Bodens, nämlich der Erfahrung, bringen müsste. Denn wenn uns die Naturerklärung hier und da schwer wird, so haben wir beständig einen transzendenten Erklärungsgrund bei der Hand, der uns jener Untersuchung überhebt und unsere Nachforschung schließt nicht durch Einsicht, sondern durch gänzliche Unbegreiflichkeit eines Prinzips, welches so schon zum Voraus ausgedacht war, dass es den Begriff des absolut Ersten enthalten musste. Das zweite erforderliche Stück zur Annehmungswürdigkeit einer Hypothese ist die Zulänglichkeit derselben, um daraus a priori die Folgen, welche gegeben sind,
zu bestimmen. Wenn man zu diesem Zwecke hilfsleistende Hypothesen herbeizurufen genötigt ist, so geben sie den Verdacht einer bloßen Erdichtung, weil jede derselben an sich dieselbe Rechtfertigung bedarf, welche der zum Grunde gelegte Gedanke nötig hatte und daher keinen tüchtigen Zeugen abgeben kann. Wenn unter Voraussetzung einer unbeschränkt vollkommenen Ursache zwar an Erklärungsgründen aller Zweckmäßigkeit, Ordnung und Größe, die sich in der Welt finden, kein Mangel ist, so bedarf jene doch bei den wenigstens nach unseren Begriffen sich zeigenden Abweichungen und Übeln noch neuer Hypothesen, um gegen diese als Einwürfe gerettet zu werden. Wenn die einfache Selbstständigkeit der menschlichen Seele, die zum Grunde ihrer Erscheinung gelegt worden durch die Schwierigkeiten ihrer, den Abänderungen einer Materie, dem Wachstum und Abnahme ähnlichen Phänomene angefochten wird, so müssen neue Hypothesen zu Hilfe gerufen werden, die zwar nicht ohne Schein, aber doch ohne alle Begleibung sind, außer denjenigen, welche ihnen die zum Hauptgrunde angenommene Meinung gibt, die sie gleichwohl das Wort reden sollen. Ja, in diesem Sinne. Ich hoffe, ihr habt keine Noteinsätze in eurer Familie. Ich hoffe, ihr findet ausreichend Schlaf und müsst nicht so viel im Auto sitzen. Außerdem wünsche ich euch, dass ihr genau wie Mareile, ich bin da sehr stolz drauf übrigens, eine Arbeitssituation, die so nicht erträglich ist, erkennt und eure Schlüsse daraus zieht. Mareile hatte Glück, dass sie noch in der Probezeit war, um dann die Entscheidung zu treffen. Manchmal ist es nicht ganz so einfach. Manchmal hat man auch nicht so viel Glück, dass man einen sehr ähnlichen Job, eine ähnliche Ausbildung gleich in der Nähe findet. Und deswegen bin ich auch dankbar, dass Mareile das hinbekommen hat. Aber ja, achtet auf euch, passt auf euch auf, wenn Dinge zu schwierig werden. Holt euch zur Nothilfe, genau wie Mareile das gemacht hat, und wenn es nur für den mentalen Support ist. In diesem Sinne, ich habe euch alle lieb. Bis zum nächsten Mal. Gute Nacht.